Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex 2. Gut, wir steigen hier doch relativ fix auf. So. Bleib hier stehen. Gut. Wir wollen nur mal gucken, ob das reicht. Ich möchte für euch den Maulwurf spielen. Ich hatte sehr gehofft, dass du das sagst. Dann komm mal mit. Ich muss dir jemanden vorstellen. Wohin gehen wir? Wirst du gleich sehen. Wir reden, wenn wir da sind. Ich will keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Okay. Dann lass uns doch mal loslegen. Also, wir kommen jetzt da in die Ecke, wo die anderen rumliefen. Kann das sein? Dass er überhaupt zur Waffe gegriffen hat, ist komisch. Ah, die sind immer noch wegen des Kampfes. Du hast immer noch wegen des Blutfestes oder Schlachtfestes, los, was hier war. Runter. Mhm. Wir verstecken uns hier unten in den Tunneln. Es ist nicht mehr weit. Ah, sloppy. Hier müssen okay. Wir nach rechts. Ganz schön. Na gut, ich kann auch einfach per Schnellreise zur Grotte wieder zurück. Warte hier. Okay. Dann unterhaltet euch mal schön. Bist du wahnsinnig? Warte, lass mich... Du hast echt diesen Fremden hier angeschleppt? Beruhig dich, Bogo. Er kann uns helfen. Er steht auf unserer Seite. Wer sagt mir, dass er uns nicht verrät? Dazu hätte er bereits mehr als genug Gelegenheiten gehabt. Er muss zu Lazar. Auf deine Verantwortung. Na klar. Und hör auf, mich Bogo zu nennen. Du hast Bogo gehört. Wir können weiter. Lass uns keine Zeit verlieren. Folge mir. Mhm. Ah, Bogomil. Alles klar, Bogo? Nur weil Ivica dir vertraut, heißt das nicht, dass ich es auch tue. Und wenn du mich noch einmal Bogo nennst, hau ich dir die Zähne raus. Schlimm genug, dass Ivica sich das nicht abgewöhnen kann. Dir die Zähne rauszuhauen? Dann weiter. Da komme ich leider nicht hin. Warte bitte, bis ich dich vorgestellt habe. Nicht, dass Lazar noch etwas Falsches denkt. Hier ist eh noch Loot, von daher. Ah, okay. So, warte kurz. Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt. Hör mir zu. Er kann uns helfen. Bahadur hat ihm Khans Posten gegeben. Ist das wahr? Hm. Warte hier, Ivy. Ich will selbst mit ihm reden. Du bist dann wohl Jax. Ich muss zugeben, ich hätte es lieber gesehen, wenn Ivica dich einfach aus dem Weg geräumt hätte. Aber sie scheint etwas in dir zu sehen. Und ich vertraue ihrem Urteil.
Dir ist bewusst, wer wir sind und auf was du dich hier eingelassen hast? Ivica hat mir alles erzählt. Das ist gut. Falls du noch Fragen zu den Anhängern Kritons hast, stell sie. Ansonsten kommen wir direkt zum Thema. Ich habe Fragen. Wie gesagt, ich beantworte sie, wenn ich kann. Wer ist Kriton? Kriton ist eine Idee. Der Wunsch, dass die Morkons sich der Welt öffnen. Ravak steht für den Stillstand. Unter seiner Führung ist alles verboten worden. Das Handeln mit Außenweltlern, das Bekommen von Kindern, die freie Meinungsäußerung. All das wäre unter Kriton kein Problem. Wie kommt es, dass ihr noch nicht gefunden wurdet? Weißt du, wir sind hier aufgewachsen, ebenso wie unsere Eltern und deren Eltern. Wir kennen diese Gesellschaft sehr gut und wissen, wie wir in ihr unbemerkt bleiben. Und seit die Tore zur Außenwelt geöffnet wurden, haben die Resistenten sowieso alle Hände voll zu tun, ihren ach so wertvollen Stillstand zu wahren. Niemand sucht uns. Wie versorgt ihr euch hier unten? So wie der Rest auch. Wir verspeisen die Ratten. Da das alleine aber nicht ausreicht, bedienen wir uns bei den Vorräten der Resistenten. Ihr verlasst bewusst eure Deckung. Riskant. Das ist es, aber wir sind geübt darin, unerkannt zu bleiben. Wenn du willst, zeige ich es dir. Wie viele Anhänger Kritons gibt es? Früher waren wir nur sehr wenige eingeschworene Familien. Aber durch die Öffnung zur Außenwelt konnten wir neue Verbündete gewinnen. Du meinst Menschen außerhalb der Grotte? Ja. Zum ersten Mal haben wir regelmäßigen Kontakt mit Leuten von draußen. Wir haben eine geheime Beziehung zu den Outlaws aufgebaut. Sie versorgen uns mit Informationen und allem anderen, was wir so brauchen. Im Gegenzug schmuggeln wir Wertsachen für sie aus der Grotte. Warum bin ich hier? Du bist in einer einzigartigen Position für uns. Ein freigeborener Mensch, der sich den Morkons angeschlossen hat, aber den Zielen Kritons nicht abgeneigt ist. Es gab zwar schon Fremde vor dir, die sich den Morkons angeschlossen haben, aber niemand, dem wir hätten vertrauen können. Und du hast dazu noch Kahns Posten eingenommen, was dich in die einzigartige Lage versetzt, Entscheidungen treffen zu dürfen. Kommen wir dazu, was du für uns tun kannst. Es müssen immer mal wieder neue Posten besetzt werden, um den Stillstand zu wahren. Dein Rang ist bedeutend genug, dass Bahadur dich eventuell entscheiden lässt, wer auf diese Positionen gesetzt werden soll. Wenn es soweit ist, gib Bescheid. Wir hätten da Leute, die wir gerne auf höheren Positionen sehen würden. Ich suche einen Nachfolger für Mordrak. Ich habe schon gehört, dass du diesen Sadisten aus dem Leben getreten hast. Ich muss schon sagen, Respekt. Hätte nicht gedacht, dass du so stark bist. Und natürlich musst du jetzt den Stillstand wahren. Typisch. Kein Vertrauen. Aber gut, Bahadur hat dir bestimmt bereits jemanden vorgeschlagen, der als Mordraks Nachfolger geeignet wäre, oder? Ich bin eigentlich hier, um deinen Vorschlag zu hören. Auch gut. Lass mich mal überlegen. Wir könnten deine Stimme dazu machen, aber ich glaube kaum, dass sie das will. Dimitri wäre auch eine Option. Er ist eine der Torwachen. Kennst du ihn? Er ist keine Torwache mehr. Hat er sich mal wieder mit Marat verkracht? Ja. Hier unten bekomme ich echt nichts mit. Na, ist auch egal. Er gehört auch zu uns. Wenn er die Blutzisterne leitet, könnte er mit Sicherheit viel Gutes bewirken. Aber ich denke, du wirst ihn überreden müssen, diesen Posten zu übernehmen. Das bekomme ich schon hin. Gut. Allerdings solltest du wissen, dass das Bahadur mit Sicherheit nicht gefallen dürfte. Wieso? Dimitri ist einer der Abwerber und Bahadur ist ein Resistenter.
Es könnte gut sein, dass er deinen weiteren Weg bei den Morkons blockieren wird, wenn du ihm keinen Resistenten als Mordrax Ersatz bringst. Aber das soll dich nicht aufhalten. Falls es dazu kommt, kann ich dir eine andere Option anbieten. Ich kenne einige Outlaws, die jemanden wie dich liebend gern bei sich aufnehmen würden. Hättest du Interesse daran, einer zu sein? Ich habe kein Interesse daran, Outlaw zu werden. Dann solltest du vielleicht Marat als Nachfolger für Mordrak vorschlagen, auch wenn ich entschieden dagegen bin. Dimitri ist die bessere Wahl. Du würdest deinen Stand bei den Morkons nicht verlieren, sondern im Geheimen den Outlaws beitreten. Du wärst weiterhin ein Morkon. Also bitte, überlege es dir noch einmal. Alles hängt davon ab, wem du diesen Posten gibst. Lass mich klar und deutlich sagen, gibst du Dimitri den Posten, würde uns das sehr gefallen. Aber Bahadur könnte dir gegenüber skeptisch werden. Gibst du Marat den Posten? Naja, wir werden sehen. Ich halte dich eigentlich nicht für jemanden, der einem wie Marat diesen Posten anvertraut. Wir sehen uns wieder, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Okay. Also dann doch. Wird das nicht so einfach hier, mit ihnen zu arbeiten und nicht aufzufallen? Ich will ja doch ganz gerne noch weiter aufsteigen. Ich habe dir alles über uns erzählt und dich Lazar vorgestellt. Meine Arbeit ist getan. Ich sollte mich so bald wie möglich wieder bei den Lakaien blicken lassen. Nicht, dass noch jemand merkt, dass ich so lange weg bin. Halt dich an Lazar, wenn du Fragen hast. Wir sehen uns. Okay. Ja, wenn Dimitri mir echt den Weg blockiert, ich dachte, ich kann jetzt unterschwellig weiter, aber trotzdem hier meine Karriere weiterverfolgen. Ich meine, Karriere hat ja eigentlich Vorrang. Notfalls müssen wir halt über Leichen gehen. Nee, da ging's rüber. Ich guck mal, was ich aus Dimitri rauskrieg. Das liegt an diesem Kerl. Du weißt. Der war ja auch oben. Nee, da geht's rüber. Hier ging's hoch, genau. Gerade mal schnell gucken, können wir irgendwas verbessern? Ich glaube nicht, ne? Nein. Doch. Da fehlt es aber dunkles Elex. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwo dunkles Elex kaufen können. Jagun? Ah, bist du umgezogen? Ah ne, warte mal, hier ist Marat. Wo ist denn dann Dimitri? Ach, ist der in der Kneipe. Ja, scheint so. Ah ne, Quatsch, hier ist die Stimme.
Ja, das sieht aber nach Kneipe aus. Okay. Du hast deine Ohren auch über. Hol erst mal Luft, ich verstehe ja kaum ein Wort. Ich suche nach einem Nachfolger für Mordrak. Und da denkst du an mich? Leute foltern, um sie wieder ins Licht Ravaks zu führen? Nein, das mache ich nicht. Such dir jemand anderen. Wenn du ihn nicht nimmst, wird Marat den Posten übernehmen. Marat? Auf keinen Fall. Das kann ich nicht zulassen. Aber ich habe eine Bedingung. Die wäre? Ich will, dass du zu Bahadur gehst und dich offiziell den Abwerbern anschließt. Ich will nicht als einziger Abwerber in so einem hohen Rang sein. Ich werde dich als Verstärkung brauchen. Also will ich, dass du zu Bahadur gehst und ihm sagst, dass du den Abwerbern beitreten willst. Dann werde ich die Nachfolge von Mordrak antreten. Das sieht alles so aus, als käme ich hier nachher nicht mehr weiter. Das glaube ich nicht. Na, mal gucken, was er dazu sagt. Also begeistert ist er wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich habe mich ihn hier angeschlossen, um hier aufzusteigen. Nicht um Gutes zu tun. Oh. Na du? Schauen wir mal. Ich möchte den Abwerbern meine Treue schwören. Du willst was, bitte? Den Abwerbern meine... Ich habe dich schon verstanden. Wenn du das willst, kann ich dich nicht aufhalten, auch wenn es mir nicht gefällt. Die Abwerber sind ein Teil unserer Gemeinschaft. Und auch ihre Anwesenheit gehört dem Stillstand an. Also gut, dann lass mich dich mal einschwören. Jax, Vandale Ravaks und Bezwinger Khans, ich frage dich, willst du die Ehre annehmen, für einen stetigen Nachschub an Dienern Ravaks zu sorgen? Ja, das will ich. Willst du die Verantwortung tragen, den Stillstand auszugleichen? Ja. Eine Seele für eine Seele, ein Herz für ein Herz, ein Kopf für einen Kopf. Möge Ravak deine Reisen begleiten. Nun geh, Vandale der Morkons, Abwerber Ravaks und Bezwinger Khans. Mache Ravak alle Ehre. Ah, wir müssen jetzt zu Dimitri erstmal zurück. Okay. Na gut, ich denke, was Rüstung angeht, werden wir am Schluss wahrscheinlich eh eine dicke Rüstung kriegen, die halt alle Gildenrüstungen übertrumpft. Weil ist ja eigentlich immer so bei den Piranha-Bytes-Spielen. Aber ich würde halt dann wahrscheinlich jetzt eine Weile auf die gute Rüstung verzichten müssen. Wie üblich merkt man, nett sein bringt einem nur Nachteile. Mich zur Seite gestoßen und dann drei Biest. Ich bin offiziell den Abwerbern beigetreten. Du, wirklich? Du hast dein Wort gehalten. Dann werde ich meines auch halten. Wenn du mich zum Nachfolger Mordraks ernennen willst, dann habe ich nichts mehr dagegen.
Sag mir Bescheid, wie du dich entschieden hast. Okay. Dann folgen wir jetzt mal dem Pfad, denke ich. Da muss ich dann dringend das Nessie nachher wieder abholen. Ah, müssen wir dir zuerst Bescheid sagen? Okay. Wegen Mordraks Nachfolger. Habt ihr euch bereits entschieden? Ich empfehle, mit den Kandidaten zu sprechen, bevor ein voreiliger Entschluss gefasst wird. Ich will, dass Dimitri den Posten bekommt. Hat er denn zugestimmt? Euch ist selbstverständlich bewusst, dass ihr ihn nicht dazu zwingen könnt. Ja, ich konnte ihn überzeugen, Mordraks Nachfolger anzutreten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr mich das freut. Ein Abwerber leitet die Blutzisterne. Es wird mir ein Vergnügen sein, Bahadur die schlechte Nachricht zu überbringen. Bitte, begleitet mich zu ihm. Okay. Ist halt die Frage, ob ich dann hier... Ja, aber wie es aussieht, kann ich dann hier nicht mehr weiter aufsteigen. Vielleicht dann doch die Outlaws. Mal schauen. So viel Aufwand für nix und wieder nix. Ah, du bist es. Hat er sich also entschieden? Ja, der große Jax hat eine Wahl getroffen. Er hat Dimitri als Nachfolger für Mordrak ernannt. Hat er das also? In seiner Weisheit hat der Bezwinger Khans, der Herausforderer Mordraks und Vandale Rava... Verschon mich damit. Geh nun. Ich muss mit Jax reden. Sehr wohl, Herr. Gratuliere zu deiner Wahl. Ich bin mir sicher, Dimitri wird ein guter Herr der Blutzisterne werden. Man merkt, dass neue Zeiten angebrochen sind. Noch nie hatten wir einen Abwerber auf so einer wichtigen Position. Ich muss allerdings mein Angebot an dich zurückziehen. Ich kann dich nicht mehr guten Gewissens zu meiner rechten Hand machen. Du hast zu oft gegen die Absichten der Resistenten gehandelt. Dass du Dimitri und nicht Mara zum Herrn der Blutzisterne gemacht hast, war nur der letzte Tropfen. Ich weiß, Khan hat viel in dir gesehen. Sein Vertrauen in dich ist der Grund, warum du heute hier bist. Aber Khans Vertrauen allein reicht nicht mehr aus, um deine Handelsweise zu rechtfertigen. Das verstehst du doch sicher. Nein, ich habe immer im Sinne des Stillstandes gehandelt und will meinen Rang. Diese Haltung zeigt eindeutig, dass du nicht verstanden hast, was es bedeutet, ein Morkon zu sein. Meine Entscheidung ist endgültig. Sei froh, dass ich dir nicht wieder deine Ränge aberkenne. Jetzt geh mir aus den Augen. Ich muss mich dem Gebet widmen. Gut, hatte ich befürchtet. Naja, dann... Ja, entweder lade ich es neu oder wir bleiben halt jetzt dabei. Ja. Also, ja klar, ich kann es nachvollziehen, dass halt die Fraktionen auch ein bisschen die Spielweise widerspiegeln. Und ich dann jetzt leider nicht ganz so frei sein kann, wie ich das gerne hätte und trotzdem überall aufsteige. Ärgerlich ist es trotzdem. Ja gut, dann brauchen wir jetzt halt auch erst von wegen Rüstung wahrscheinlich nicht mehr gucken. Dann nehmen wir uns jetzt die Dingsrüstung. Und dann müssen wir doch nochmal mit den Outlaws reden. Irgendwo will ich doch mal Chef werden.
Da bist du ja. Ich habe bereits von Tengis gehört, dass Bahadur dich in den Rang eines Vandalen aufnehmen will. Als solcher steht dir natürlich auch eine neue Rüstung zu. Allerdings verlangen die Regeln des Stillstands, dass jede Rüstung vergütet werden muss. Wenn du genug Splitter hast, wirf einen Blick auf meine Waren. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Gut, dann lass uns mal reinschauen. Das wird was kostet die Hose. Ah, können wir es aber gerade so leisten. Okay. So. Haben wir noch Schrott zum Abgeben? Nee. Andererseits können wir die ja auch wieder verkaufen. So, dann tauschen wir einmal aus. Wo das ist auch nicht schlecht aussieht. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Was kriegen wir für das alte Zeug denn noch? Wo hab ich den denn? Ah, vom Dings wahrscheinlich. Hier, den Ravak, den wir plattgehauen haben. Ne, der zweimal ist, glaube ich, von ihm. Gut, jetzt aber mal zu den Rüstungen. Peanuts eigentlich, aber gut. In Ordnung. Ich glaube, verbessern können wir eh nichts mehr. Wohl doch. Da fehlt Eisenerz. Okay, wir brauchen also Erz und dunkles Elix. Okay. Aber da können wir dann auch wieder einiges an Geld machen. So. Und jetzt? Jetzt gehen wir zu Lazar und reden mal mit ihm. Hat ihm Mut zugesprochen. Hopp, hopp, hopp. Natürlich auch blöd, wenn wir immer da runterrennen müssen, um was zu erledigen. Ah, mal gucken, was die Outlaws dann so bringen. Wo ich glaube, ein Blick auf die Zeit. Können wir jetzt hier eigentlich mitnehmen? Immer noch klauen. Hm. Gerade gucken. Ah gut, hier werben wir aber auch dann entsprechende. Ja. Kann ich eigentlich nochmal irgendwas kochen mittlerweile? Energiebrühe. Entschuldigung. Ach, ist das Realität? Das Wasser kann ich ja noch ganz gut verwenden. Ja. Na gut, nächste Folge. Gucken wir mal, was Lazar uns anzubieten hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.